mit der Fintrader über die Ostsee von Travemünde nach Malmö. Das seht ihr in diesem Video. Damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und einem neuen The Cruise Vibes Video. The Cruise Vibes, das ist meine Instagram-Seite rund um das Thema Kreuzfahrten und Schiffe. Dort findet ihr also auch alle weiteren Informationen zum Schiff. Die Fintrader ist ein kombiniertes Fähr- und Frachtschiff der Reederei Nördö Link. Die gehört zu 100% der Finnlines, wird also auch ausschließlich über die Finnlines vermarktet. Ja, wir haben eine Abfahrt über Nacht gebucht von Travemünde nach Malmö. Das heißt, Boarding war kurz vor 21 Uhr und dann geht es hier entweder per Fahrstuhl oder interessant zu Fuß hier noch durch den Schiffsbauch, wo es auch wirklich noch aussieht wie ein richtiges Schiff und man sich noch nicht so sehr vorstellen kann, dass das eine luxuriöse Fähre wird, bis man durch diese Tür hier in den Innenraum der Fähre hineinkommt. Ich zeige euch das Schiff gleich ausführlicher. Wir fangen erstmal mit der Kabine an, denn ich bin auch zuerst zur Kabine gegangen. Ihr seht hier schon einen sehr schönen Kabinengang, der kann es mit jedem Kreuzfahrtschiff eigentlich schon aufnehmen. Und das hier ist tatsächlich jetzt meine Kabine hier auf der Fintrader. Und zwar ist das eine Außenkabine. Keine besondere Suite oder irgendwas, das ist die reguläre Außenkabine. Ihr seht, wie riesig diese Kabine ist. Die ist größer als auf vielen anderen Kreuzfahrtschiffen. Also ich war auf vielen Kreuzfahrtschiffen schon in deutlich kleineren Kabinen, als hier die Standard-Außenkabine auf der Fintrader. Das sind ca. 20, 21 Quadratmeter. Das ist wirklich, wirklich viel und luxuriös. Ist das auch noch und dazu noch ein Blick nach vorne raus über den Bug. Also da habe ich dann auch wirklich richtig Glück gehabt. Dann ging es in das Restaurant. Das muss man dazu sagen, das hat jetzt ein bisschen Kantinencharakter, so von der Ausstattung her. Aber das Essen war erstaunlich gut. Also es hat mir gut geschmeckt, für Fähre vollkommen in Ordnung. Getränke kann man an der Bar holen. Ein paar Sachen sind auch inklusive. Wasser zum Beispiel ist umsonst. Aber normale Getränke, Softdrinks oder Bier, Wein, sowas muss dann bezahlt werden. Nebendran lag die Finn Lady, ein größeres Schiff der Finnlines und die fährt dann aber nach Helsinki. So, jetzt schauen wir uns einmal das Schiff an. Wir haben hier die Rezeption und hier einen kleinen Boardshop und hinten dann das Außendeck. Auch das über mehrere Etagen, also man kann sich hier auf mehreren Etagen draußen aufhalten. Dann wurde es auch Zeit zum Ablegen. Wir haben Lübeck-Travemünde verlassen und dabei fährt man dann erstmal direkt vorbei am Zentrum von Travemünde. Also wenn ihr mit der Fähre fahrt und ihr legt ab, auf jeden Fall zum Ablegen mal nach draußen gehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Abfahrt, die man genießen sollte. Man ist dazu verleitet, immer nur auf der Backbordseite, also links zu schauen, aber auch mal nach Steuerbord schauen, denn man fährt hier an der Passat vorbei, einem Museumssegelschiff, was hier dauerhaft vor Anker liegt. Das heißt also auf die Seite mal schauen. Ja, man kann hier also auch bis ganz nach hinten gehen. Man hat hier wirklich viel Außenfläche auf der Fintrader. Hier seht ihr das, glaube ich, ganz gut, über mehrere Etagen reichend. Und hier jetzt haben wir dann endgültig den Hafen von Travemünde verlassen. Auch das nochmal ein sehr schöner Anblick. Und dann geht es für mich jetzt weiter eine kleine Runde über das Schiff. Erstmal nochmal die verschiedenen Außendecks hier angeschaut. Und dann ein weiteres Highlight, das fand ich wirklich ganz toll auf einer Fähre, sowas, vor allen Dingen auf einer solchen Fähre. Es gibt hier wirklich einen Spa-Bereich mit Whirlpool, Kinderschwimmbecken, Wasserrutsche, also kleine Wasserrutsche für die Kinder, Ruhebereich. Das ist wirklich ganz toll. Dann habt ihr hier eine
Bar, in der ihr euch gemütlich hinsetzen könnt. Und Getränkepreise wirklich, wirklich sehr, sehr günstig. Also ihr seht das hier. Einen Gin Tonic für 5,50 Euro. Selbst wenn das nur ein einfacher Gordon's Gin ist, den bezahlt man an Land mindestens 8 Euro für. Und auf einer Fähre, wo normalerweise alle Preise genommen werden können, 5,50 Euro. Also das ist wirklich noch ein weiterer Punkt, der für Finnlines und die Finntrader spricht. Genauso auch das Essen. Das Essen ist wirklich gut. Hier seht ihr jetzt am nächsten Morgen das Frühstück. Absolut hochwertiges Frühstücksbuffet, für eine Fähre zumindest völlig in Ordnung. Auch das kann man für 18 Euro als Paket mit Abendessen und Frühstück dazu buchen. Da kriegt man auf anderen Schiffen noch nicht mal das Frühstück für. Früh aufstehen lohnt sich, denn circa eine Stunde vor der Ankunft passiert man die Öresundsbrücke. Beeindruckendes Bauwerk, das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, auch wenn man dafür wirklich sehr früh aufstehen muss. In meinem Fall ist die Fähre um 7.15 Uhr angekommen, also so ab ca. 6 Uhr sollte man schon damit rechnen. Sonnenaufgang hier direkt über dem Turning Torso, dem Hochhaus von Malmö. Allerdings ist die Sonne dann auch gleich wieder hinter einer Wolke verschwunden. Der Mastrocello wird in etwa 30 Minuten angehen. Wir bitten Sie, die Schlüsselkarten an die Rezeption zurückgeben. Ja, dann hieß es leider schon Abschied nehmen von meiner tollen Kabine. Ich habe wunderbar geschlafen, auch sehr, sehr ruhig. Ja, dann auch nochmal bei Tageslicht eine Runde über das Sonnendeck der Finntrader gedreht. Im Hintergrund noch zu sehen die Öresundsbrücke. Und dann haben wir uns immer weiter Malmö genähert. Hier seht ihr nochmal den Turning Torso. Sozusagen inzwischen das Wahrzeichen von Malmö, besonders von der Seeseite aus erkennt man Malmö daran besonders gut. Beim Anlegen hat man dann auch nochmal einen schönen Blick auf die ganze Stadt von Malmö. Und dann hieß es Abschied nehmen vom Schiff, zurück zum Autodeck und dann ging es von Bord der Finntrader. Ja, das war mein Video über die Finntrader von Finnlines. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war es ja auch eine Inspiration für euch, falls ihr demnächst selber mal nach Schweden fahren müsst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich natürlich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.